Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Dead by Daylight und ja, unseren Teammates, die etwas blutverschmierter sind als wir. Ja, wir starten mal wieder mit aller Freude in den Ladebildschirm, aber zuvor kriegen wir noch das hellste Mondlicht und kommen eventuell in den Sumpf. Juhu. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Killer gerade nicht bestätigt, weswegen ich hoffe, dass er nicht AFK ist, weil ich hatte jetzt davor, es ist schlüssig, ne? Also vor der letzten Folge hatte ich schon mal aufgenommen gehabt und dann ist die Aufnahme abgeschmiert. So, nach dieser Folge habe ich dann aufgenommen, wo dann tatsächlich zum zweiten und dritten Mal zum dritten Mal der Autoschrottplatz kam, ja. Und danach, da ist dann der Killer gegangen. So, war alles in Ordnung soweit. Und dann in der nächsten Runde war der Killer, also ich habe dann gleich weiter aufgenommen, weil das waren dann 2-3 Minuten oder so. Und in der Runde war dann der Killer auf einmal AFK und auf einmal war er wieder da und dann fand er das irgendwie doof, dass wir in der Zwischenzeit so viel gemacht hatten und dann ist er auch wieder rausgegangen. Dann dachte ich, gut, okay, die Folge ist jetzt irgendwie blöd, dann habe ich die jetzt abgebrochen. So, und jetzt haben wir wieder die Folge, die ihr gerade seht. Also es ist an sich total toll, was gerade passiert. Deswegen habe ich Angst, dass wir jetzt schon wieder irgendwie einen AFK-Killer haben. Es ist gerade irgendwie ein bisschen verhext, ne? Also davor, der ist dann einfach rausgegangen und der war dann irgendwie in der zweiten Runde, der war dann irgendwie weg und okay, wie kommen wir jetzt hier denn hin, bitte? Der war dann auf einmal weg und ja, keine Ahnung. Alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber neue Runde, neues Glück, ne? Ich hoffe einfach, dass es jetzt hier besser werden wird. So, wir laufen am besten erstmal hier hinten ganz geschickt durch die hinteren Gärten. In der Hoffnung, dass uns dann keiner findet, außer vielleicht die Personen, die uns finden sollen. So, und die Krankenschwester ist am Start. Ich befürchte fast, sie wird es jetzt gleich hier ein bisschen schwer haben, vielleicht auf der Map. Weil es ist immer ein bisschen schwer hier anzuvisieren, wo du hin willst. Wenn hier so viele Sachen im Weg stehen. So, sie kommt, total toll. Frage ist, von wo kommt sie? So, sie läuft hinterher. So, ich lasse den Generator vielleicht lieber mal Generator sein. Und entferne mich mal von hier. Ist vielleicht im Endeffekt schlauer, als direkt daneben stehen zu bleiben. So, wir gehen jetzt einfach mal hier ins Haus. Oh. Da wurde jemand gehittet. So, schauen wir mal, ob wir hier oben was finden. Hier ist ein Schrank. Noch ein Schrank. Noch mehr Raum. Weniger Schrank. So. Gibt es hier echt keinen Generator in dem Haus? Das ist wieder so typisch ich, ne? Ich gehe wieder irgendwo rein, wo es eigentlich gar nichts gibt. Ah, hab einen Generator gefunden. Und ein Ausgangstor gleich mit. An sich total toll. So. Oh nein, auch noch direkt hier vor uns. Richtig ärgerlich. Die Frage ist halt auch, gibt es hier eine Palette, die ich davor schmeißen könnte? Schade, nein. Ah, wie ärgerlich. So, da ist ein Totem. So, wo ist sie? Ah, okay, sie steht hier noch. Ja, so ist das manchmal. Wow. Hilfe. Wow. Okay, sie scheint gerade nicht mehr hinter mir her zu sein. Scheint gerade spannender zu sein, den hinterher zu laufen. So. Wir schauen jetzt mal hier in den Keller vorbei. Und gehen jetzt hier einfach mal an den Generator ran. Mal gucken, was bei rumkommt. Weil irgendwann müssen wir hier mal was machen. Wir haben noch keinen einzigen Generator fertig. Ach, herrje. Und Miazipan liegt wieder. Mirch, ärgerlich. Das war knapp.
Ja, ich hoffe, es ist noch jemand in der Nähe. So, wir haben einen Generator geschafft. Sehr, sehr gut. Okay, sie portet sich. Ich habe ein bisschen Respekt gerade. So, irgendwer hat doch da gerade einen Generator geschafft. Geht der da jetzt hin oder nicht? Oder doch? Ich fühle mich nämlich gerade ein bisschen schlecht, dass wir hier im Keller bleiben. Na, schafft es noch wer? Ich will nicht später nochmal hier in den Keller müssen. Oh Mann. Holt sie echt keiner? Oh nein. Oh, es tut mir so leid. Ach, Menno. Jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen. Tut mir leid. Ich war erstmal voll gegen die Krähen gelaufen. So. Wir gehen jetzt einfach mal weiter nach hier hinten. Okay, da rennt schon wieder irgendwer. Und fängt einen Generator an. Wir gesellen uns mal einfach dazu. So. Oh, Kiste. Wir nehmen zuerst mal die Kiste mit, ne? Wenn die hier schon mal steht, gönnen wir uns die. So. Ist sie da? Was ist da? Scheiße, sie kommt. Ich habe Angst, wo sie hin? Okay, sie geht dann einfach nur schrotten. Und sie haut wieder ab. Puh. Knappe Geschichte hier, sage ich euch. So, wollen wir mal den Fortschritt hier aufhalten. Muss ja nicht sein, dass der weiter kaputt geht. Hat unser Teammate nicht so schön vorbereitet? So, wir brauchen nur noch zwei Generatoren. Was bedeuten könnte, dass sie gleich wieder hier ist? Was bedeuten würde, dass ich das ziemlich doof finden würde? Aber vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Okay, sie teleportiert sich gerade auch munter durch die Gegend. knapp, knapp. So, fast geschafft, fast geschafft. Sehr gut. So. Wir gehen jetzt mal hier außen rum. Ist hier noch ein Totem oder irgendwas drin? Da ist ein Totem. Und da ist ein Generator, weswegen sie wahrscheinlich gerade hier aufgetaucht ist. So, sie verschwindet aber auch genauso schnell wieder. Puh. So, die Frage ist jetzt natürlich auch, wer macht gerade den anderen Generator? Macht jemand den Generator? Und wie weit ist dieser Generator schon? So, ja, wir fangen den jetzt einfach mal an hier. Weil wir können uns ja auch nicht nur darauf verlassen, dass jemand anderes das jetzt irgendwo schafft. Wir verschwinden dann an der Stelle mal. Oh, sehr gut. Wo ist das andere Ausgangstor? Da sind die beiden. So, wir gehen mal hier geradeaus zum Ausgangstor.
Ah, vorhin waren wir da, jetzt ist es ein ziemlich weiter Weg. Ach, siehst du, wir haben ja noch eine Werkzeugkiste. Können wir noch einen Haken abmachen? Habe ich bis jetzt irgendwie voll ignoriert. So. Das sind Punkte, die ich gerne noch mitnehmen würde. Oh nein. Oh, da drüben. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall dann weiter zum Ausgangstor, damit wir hoffentlich eins offen haben. Ich weiß ja jetzt nicht, ob da jetzt schon einer war. So. Ah, okay, das ist offen schon. Okay, dann gehen wir mal wieder hier rüber. Hier sind überall... Oh nein, nicht in den... Oh gut, nicht der Keller. So, das Ausgangstor ist noch nicht offen. Ich gehe da jetzt mal ganz schnell hin. So, die Person ist wieder frei. Was gefährlich sein könnte, wenn hier gleich jemand auftaucht. Nämlich unsere liebe Nurse, ne? Das wäre äußerst doof. So. Aber es scheint zu klappen. Gefährlich, gefährlich. Ups. So, haben wir aufgekriegt. Sehr schön. Dann versuchen wir mal auch noch das Totem hier mitzunehmen, bevor die Krankenschwester kommt. Wäre zumindest cool. So, da ist jemand gerade raus. Ich weiß auch leider nicht, wo die Luke ist, ne? Wüsste ich gerade auch echt gerne, aber wir gehen einfach mit raus. Dann ist jetzt hier einfach Ende im Gelände. So, erledigt. War mir jetzt zu riskant, die Luke noch zu suchen. Ich hätte ja gerne mal die Punkte, dass wir entkommen sind. Fände ich total toll. Ja, so an sich war ja jetzt die Runde nicht so übel. Na Mensch, haben wir auch noch das Ding geschafft. Naja gut, sowas würde ich ja jetzt nicht schreiben, ne? Ich meine, einen hat sie ja immerhin auch gekriegt. So, dalle. Wir haben auch eine Kiste dazu verdient. Finde ich immer, immer wieder gut. Ah, das war sie... Oh, okay. So war das gemeint. Okay, anscheinend mag sie sich selbst, also die Krankenschwester, als Charakter nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder es macht sich jemand über Minazipan lustig, was ich überhaupt nicht lustig fänden würde. Aber nun gut, ne? Ich weiß jetzt interpretationsmäßig nicht genau, was es war, ne? Aber ihr könnt ja auch mal gerne reininterpretieren, was ihr so denkt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Thank you.